Wenn du keine Kraft mehr hast. Wenn Angst und Zweifel dich übermannen. Denk daran, du bist nicht allein. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Cody mit einem weiteren Video zu God of War Ragnarök. Es geht um den DLC Valhalla und darum, die Trophäe freizuschalten dafür, dass man im Forum gekämpft hat. Wenn ihr ja vor Tier seid, dann müsst ihr ja Auserwählte besiegen. Ihr seht es hier momentan bei mir. 5 von 6 habe ich hier aktuell gemacht. Es gibt hier insgesamt 3 Arenen. Diese Arenen schalten sich frei nach Story-Fortschritt. Jedenfalls die ersten beiden auf jeden Fall. Und zwar haben wir einmal hier die Arena, in der ich eben gerade war. Dieses Boot ganz auf der rechten Seite von diesem kleinen Labyrinth gelegen. Und dann haben wir natürlich auf der linken Seite dann die Wüste. Das ist die 2. Arena. Und die 3. Arena habe ich jetzt hier gerade freigeschaltet. Das Forum. Das ist die 3. Arena. Die hat sich bei mir nicht automatisch freigeschaltet durch den Story-Fortschritt. Ich habe immer wieder Tier besiegt. Vielleicht wäre es jetzt auch genau in diesem Moment der Fall gewesen, dass es sich von alleine freigeschaltet hätte. Hat sich bei mir freigeschaltet, nachdem ich hier eben gerade die rechte Arena genutzt habe. Wird wahrscheinlich auch egal sein, ob ihr die rechte oder die linke Arena nehmt. Aber da kam die Freischaltung für das Forum. Und ebenso ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr mehr Auserwählte geschlagen habt, als gefordert sind. Ihr seht das ja, 6 waren gefordert, ich habe jetzt 7 gemacht und habe die Arena freigeschaltet. Also auch das ist ganz wichtig, ihr müsst da über das Minimum hinausgehen, damit das auf alle Fälle freigeschaltet wird. Vielleicht war ich die letzten Twice auch einfach nur jedes Mal bei 6 von 6 aufgehört, ich kann es nicht ganz genau sagen, aber das sollte euch auf alle Fälle helfen, dass ihr auf alle Fälle die 7 von 6 macht und dann sollte sich innerhalb des Story-Fortschritts, wenn ihr auf alle Fälle schon komplett die Story durch habt, sollte sich dann das Forum hier für euch auftun und dort müsst ihr dann kämpfen. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, den Gegner zu besiegen, ich gehe mal ganz stark von aus, ich habe ihn besiegt, das war auch wirklich mega, mega knapp gewesen. Allerdings lag es nicht daran, dass der Gegner so stark war, es lag eher daran, dass ich so schwach war, ne? Oder besser gesagt halt wirklich relativ madig gespielt hatte, so muss man sagen. Ich habe das jetzt hier mit drin gelassen, damit ihr dieses Labyrinth nochmal so ein bisschen erkennt, wo ich jetzt von der rechten Seite rüberkomme. Hier seht ihr ja, das ist der normale Eingangsbereich da unten gerade gewesen, wo man reinkommt und dann hier geradeaus nach oben durch. Hier ist das Forum. Das ist die letzte Arena und hier müssen wir einmal den Gegner besiegen. Wie gesagt, ich gehe ganz stark davon aus, dass er besiegt werden muss. Aber es kann natürlich auch sein, wenn ich jetzt verreckt wäre, dass er gesagt hätte, hey, es reicht, du hast im Forum gekämpft und die Trophäe ist da. Und das war es dann auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. Dann verpasst ihr natürlich mit Glocke aktiv kein weiteres neues Video. Ich danke euch fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goody.